Schon zum zweiten Mal verleiht der Cordial Girls Cup dem bedeutendsten Nachwuchsturnier in Europa eine völlig neue Dimension. 12 Mädchenmannschaften laufen in Hopfgarten auf und bestechen vor allem durch ihre Nationenvielfalt. Hier trifft Deutschland beispielsweise auf die Schweiz, Tschechien, Ungarn und Italien. Also mein Name ist Cinzia Zehnder, ich spiele im OFV, das heißt Ostschweizer Fußballverband. Ich war letztes Jahr schon mit ein paar anderen da und es ist wie letztes Jahr super und das Hotel ist super und die Atmosphäre auch. Hello, my name is Eliška Vichtelová. I play for Sparta Prague and we're here to win this tournament. Ja, also ich bin Carila Schanzel, ich spiele bei der TSG 1899 Hoffenheim. Und wir sind hier zum ersten Mal beim Cordial Cup und uns gefällt es hier sehr gut. Sziasztok, Csirei Claudia vagyok és a Victoria FC-ben játszok. Die weiteste Anreise hatten aber die Mädels aus dem finnischen Turku. Moi, olen Sini ja olen Suomesta. It means like, hi, I'm Sini and I'm from Finland. Me olemme Turun pyrkivä. Was ist eigentlich der Unterschied zu den männlichen Kollegen? Also der größte Unterschied ist, denke ich, einfach in der Athletik. Ansonsten technisch und vom Spielverständnis gibt es keinen großen Unterschied. Und wir sind schon relativ professionell. Wir trainieren dreimal die Woche mit den Mädels und ja, haben sehr viel Spaß dabei. Ja. Selbstbewusst präsentieren sich die Cordial Girls Cup Titelverteidiger des ersten FC Nürnberg. Ich bin Julia, das ist meine Mannschaft und wir haben in der Saison haben wir jetzt den zweiten Platz gemacht und wir haben letztes Jahr einen Titel geholt beim ersten Girls Cup. Und dieser Titel soll verteidigt werden. Also jede Mannschaft denke ich, wird neu motiviert sein, aber wir haben es fest im Ziel, den Titel zu verteidigen. Motiviert sind vor allem die Mädels vom TSG Hoffenheim, die heuer zum ersten Mal in Hopfgarten mit dabei sind. Aber schon zu ahnen scheinen, dass es für sie weit nach oben gehen könnte. Also unsere Stärke liegt aus eindeutig darin, dass wir sehr viel miteinander spielen. Und die körperliche Überlegenheit wird nicht sein, weil wir mit einem sehr jungen Team hier da sind. Vor allem Jahrgang 97. Und bei uns ist die Stärke eindeutig damit, dass wir sehr viel miteinander spielen und kombinieren. Und mit diesem Selbstvertrauen marschiert Hoffenheim gerade weg ins Cordial Girls Cup Finale, wo der erste FC Nürnberg wartet.